Alarmstufe Tanzfläche, Christina Luft in Schwierigkeiten. Wird sie das Let's Dance-Parkett erobern können? Hallo Tanzbegeisterte. Es ist Zeit für die neuesten Schlagzeilen rund um unsere geliebte Let's Dance-Welt. Diesmal geht es um niemand Geringeres als die atemberaubende Tänzerin Christina Luft. Wir alle kennen und lieben Christina für ihre unglaubliche Leidenschaft und Energie auf dem Tanzparkett. Doch in den letzten Wochen machten sich dunkle Wolken über ihrer Tanzreise breit. Ein fieser Fußbruch sorgte für große Besorgnis. Wird sie bei der anstehenden Let's Dance Tour überhaupt dabei sein können? Ihr Kapital, ihre Füße, wurden von diesem schmerzhaften Vorfall in Mitleidenschaft gezogen. Doch Christina wäre nicht Christina, wenn sie nicht mit einem beeindruckenden Comeback überraschen würde. Nach einer anfänglichen Achterbahnfahrt der Diagnosen, erst ein Bänderriss, dann der wahre Fußbruch, kämpft sie sich nun tapfer zurück. Gemeinsam mit ihrem Ärzteteam setzt sie alles daran, ihren Fuß wieder in Höchstform zu bringen. Aber Moment mal, Tanzfreunde. Das ist noch nicht alles. Christina persönlich hat uns auf Instagram auf dem Laufenden gehalten. Sie jongliert zwischen Arztterminen und Physio, um ihre Genesung auf Kurs zu halten. Und wisst ihr was? Es sieht vielversprechend aus. Mit dem Fuß läuft alles bisher nach Plan. Physio war sehr hilfreich. Gestern war ein toller Termin. Ich weiß jetzt, was ich alles machen darf und was ich nicht machen kann. Klingt doch nach einer Siegesmelodie, oder? Und jetzt kommt der spannende Teil. Trommelwirbel bitte. Christina hat einen klaren Zeitplan vor Augen. Sie hat ihr Auge auf Mitte Oktober gerichtet. Genau dann, wenn die Vorbereitungen für die fabelhafte Let's Dance Tour beginnen. Doch hier liegt der Ball nun in ihrem Feld. Ihre Entschlossenheit und Disziplin werden den Ausschlag geben. Sie selbst sagt es am besten, das hängt jetzt von mir ab, wie ich die nächsten Wochen verbringe und da werde ich mich sehr bemühen, mich an die Anweisungen zu halten. Liebe Christina, wir stehen fest hinter dir. Mit deinem Enthusiasmus und deiner Hingabe wirst du dieses Comeback rocken. Lasst uns gespannt abwarten, ob sie ihren Zeitplan einhält und ihr Fuß rechtzeitig im Takt der Musik schwingen wird. Wir drücken die Daumen und wünschen dir, liebe Christina, eine rasche Genesung und eine spektakuläre Rückkehr auf die Tanzfläche. Das war's für heute, Tanzfamilie. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten aus der Welt des Tanzes zu verpassen. Bis bald und bleibt im Rhythmus.